Geburtstage in eigener Sache. Wer von euch fährt den Wagen OASB 795, ha? Der steht auf meinem Hausmeisterparkplatz. Aber ich hab da schon meine Mittel, gell? Den habe ich mit meinem kleinen Schnittflug zur Seite geschoben. Ich möchte sagen, man sieht praktisch keine Kratzer, gell? Was vielleicht daran liegt, dass das Fahrzeug jetzt auf dem Dach liegt. Naja, du, sowas bekommst du mit einer guten Politur wieder raus. Wer ja da Spezialist ist, das ist mein Spätzl, der Wolle. Ja, du, der Wolle, also der repariert ja bei mir schwarz immer die Heizungsanlage, gell? Ha, saubere Arbeit, der Wolle. Den hab ich erst neulich in der Stadt getroffen, erzählt er mir, dass er Vater wird. Ja, sag ich, Wolle, warum machst du dann so ein deprimiertes Gesicht? Ja, sagt er, er müsste das erst noch seiner Frau beibringen. Ja? Aber das sind auch schwierige Zustände zu Hause beim Wolle. Gell? Seine Frau hat erst neulich mit der Tochter geschumpfen, hat sie gesagt, das ist die Jugend von heute. Mit 16 jeden Abend mit Karli durch die Diskos und zu Hause Mutters 30. Geburtstag vergessen. Gell? So, Mann, oh Mann, oh Mann, aber der Wolle hat ja jetzt eine Rolle am Theater gekriegt. Ja, er muss einen Mann spielen, der 30 Jahre verheiratet ist und er sagt, wenn er Glück hat, kriegt er nächstes Mal sogar eine Sprechrolle, ja? Du mal ehrlich, es ist so vieles hin und her, da ist man froh, wenn es noch Konstanten gibt im Leben, gell? Ja, du zum Beispiel, dass die katholische Kirche nichts mit Demokratie anfangen kann oder dass die Tour de France jedes Jahr eine rollende Apotheke ist oder der Hansi Hinterseher. Ich meine, der schaut sicherlich in 90 Jahren immer noch so aus wie heute. Gut, sagen wir einmal, bei der Gesichtspflege wird er wahrscheinlich umstellen müssen von Anti-Aging-Produkte auf Lederspray, ja? Es ist nicht immer einfach, wenn du reich und berühmt bist, gell? Das hat auch unser ehemaliger Bundespräsident Wulff erfahren müssen, gell? Seine Frau hat ja dieses Buch geschrieben, wie heißt es noch einmal? Mein Leben unter dem Bundespräsidenten? Na, Quatsch heißt nicht, das heißt jenseits des Protokolls, aber macht's auch nicht viel besser. Auf jeden Fall haben die zwei sich jetzt getrennt, gell? Das ist schon bitter für den Mann. Job weg, Frau weg. Wenn der jetzt noch in Ostimmobilien investiert hat, bin ich sicher, wir sehen den nächstes Jahr im Dschungelcamp wieder, gell? Na du, ehrlich, das wäre mal was, ha? Ja, vom Bundespräsident zum Dschungelkönig, ja? Naja, immerhin gibt's dann kein Ärger mehr, wenn RTL die Maden zahlt, gell? Du, unsere Heldin in Berlin, hat da oben, jetzt merken die 150.000 Krippenplätze fehlen auf einmal. Das hat ja niemand vorhersehen können, gell? Ich sag immer, da... Manches Neugeborene von heute hat es schlechter wie das arme Jesuskind damals. Das hatte wenigstens einen Krippenplatz, gell? Du, aber mal ehrlich, so eine kleine Zwischenfrage. Was hat zwei Daumen, ein Auge und kennt sich wahnsinnig gut in der Politik aus, hä? Da, ehrlich, ich habe nämlich da schon eine Idee, gell? Ich sammle ja jetzt jeden Morgen 15 Kinder von Akademikern ein und die können dann bei mir im Heizungskeller spielen, gell? Weil deren Mütter arbeiten ja in der Führungsriege großer deutscher Unternehmen. Du, da darfst du nicht doof sein, gell? Naja, die Frau Merkel, die war erst neulich bei mir auch,
Ja, und bei diesem Quiz, da mit den Fragen, ja. Und dann ist sie gefragt worden, Deutschland hat wie viele Inseln und wie heißen sie? Was hat sie gesagt? Es sind viele Inseln und ich heiße Angela Merkel. Naja, du, Leute, ich muss jetzt wieder nach hinten. Herrschaft, mir fällt gerade ein, ich habe ja noch 15 Kinder bei mir im Heizungskeller eingesperrt. Moment, also im Heizungskeller eingesperrt, das klingt so ein bisschen negativ. Wir nennen das kreative Selbstentfaltung im technikaffinen Umfeld. Wahre Idee vom Wolle. Das kommt tierisch gut an bei den Akademikern. Manchmal lassen mir die Kleinen sogar noch Pfandflasche-Eissammler. Das nennen wir dann bewegungsorientierte Umwelterziehung. Kostet aber 300 Euro extra, gell? Du, mal ehrlich, also ich geh jetzt. Und Freunde, wehe, einer von euch parkt auf meinem Hausmeisterparkplatz.